Herzlich willkommen zu Selbstgemacht. Ich bin Lisa und wenn ihr auch solche Bakugan-Kugeln zu Hause habt, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr euren eigenen Kampfgürtel basteln könnt, damit ihr eure Kugel immer dabei habt. Und heute geht es eigentlich nur ums Schnibbeln und ums Knoten. Und ihr braucht ein langes Shirt, was euch zum Beispiel zu klein geworden ist und ihr nicht mehr braucht. Und eine Schere. Und die ist natürlich ein spitzer Gegenstand. Also fragt einen Erwachsenen, falls ihr euch unsicher seid. Und ihr könnt das T-Shirt erstmal bereitlegen und den Ärmel mit der Schere gerade abschneiden. Ich schneide einmal oben und einmal unten jeweils einen Streifen ab. Den Ärmel dreht ihr einmal auf links, das heißt, ihr krempelt den einmal um, nehmt euch das lange Band und knotet das schmale Ende zu. Dann krempelt ihr das wieder zurück, so habt ihr schon mal die Säckchenform. Dann nehmt ihr euch das Lineal und messt ungefähr 12 cm ab, markiert euch das und dann schneidet ihr den Rest weg. Ihr nehmt jetzt den oberen Rand, klappt ihn einmal um, nehmt euch die Schere wieder zur Hand und schneidet 6 kleine Schlitze ein, die ihr aber nicht bis zum Ende schneiden dürft. Wenn ihr das wieder zurückklappt, dann habt ihr quasi ganz viele kleine Schlitze. Und hier könnt ihr gleich ein Band durchfädeln, damit ihr das Säckchen auch zumachen könnt. Um das Band zu bekommen, schneidet ihr einfach das untere vom Shirt ab. Und wenn ihr das Band jetzt einfädelt, dann fangt einfach mittig an und fädelt es von vorne nach hinten einmal durch. Die Enden knote ich jetzt zu und ich mache hier noch eine Perle rein, um das Ganze noch zu verzieren. Das Säckchen ist jetzt fertig und ihr könnt einfach die Bakugan-Kugel reinmachen. Und jetzt müssen wir es nur noch an dem Gürtel befestigen. Und wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass wir noch ein Bändchen übrig haben. Und das machen wir jetzt zu einer Schlaufe. Auf der Rückseite schneide ich jetzt 4 kleine Löcher ein. Und schön vorsichtig dabei sein. Jetzt könnt ihr einfach das Band durchfädeln und verknoten. Um das an den Gürtel zu bekommen, könnt ihr den einfach zur Hilfe nehmen, anlegen und das restliche Band verknoten. Und ich habe mit Filzstift auch nochmal ein Bakugan-Symbol drauf gemalt und fertig ist doch schon euer Kampfgürtel. Und natürlich könnt ihr auch mehrere Säckchen für euren Kampfgürtel basteln, so wie ich hier zum Beispiel. Und dann seid ihr auch für euren nächsten Kampf vorbereitet. Und wenn ihr das jetzt zu Hause nachbasteln wollt, dann braucht ihr Bakugan-Figuren, Filzstifte, alte Shirts, die ihr nicht mehr braucht, weil sie euch vielleicht zu klein geworden sind, eine Schere, ein Lineal und einen Gürtel. Meine Bakugans und ich machen uns jetzt fertig für den Kampf und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und bis nächste Woche. Wer möchte denn gegen mich antreten? Hallo? Hallo?